Der Blick in eine solche Niere zeigt drei Gewebebereiche, die man auf den ersten Blick gut unterscheiden kann. Die Nierenrinde als äußeren Mantel, von Blutgefäßen durchzogen und voller kleiner punktförmiger Gebilde. Die kleinen Moleküle und Salzionen gelangen zusammen mit Wasser als sogenannter Primärhahn ins Innere der Bowman-Kapsel. Die Bowman-Kapsel formt einen Hohlraum, der in ein Nierenkanälchen, einen Tubulus, übergeht. Im vorderen Tubulus, nahe der Bowman-Kapsel und noch in der Nierenrinde, werden also Nährstoffe wie Glucose aus dem Primärhahn rückresorbiert. Obendrein viel Salz und Wasser. Der Hypothalamus veranlasst die Hypophyse, das Hormon ADH auszuschütten. ADH gelangt über die Blutbahn in die Nieren und wirkt auf die Wände der Sammelrohre. Unter dem ADH-Einfluss öffnen dort wasserdurchlässige Membranporen, sogenannte Aquaporine, was die Rückresorption von Wasser steigert. Ammoniak als Ausscheidungsmedium in Form von Ammoniumionen finden wir nur bei Tieren, die im Wasser leben. Sie müssen den hochgiftigen Stoff nicht lange im Körper behalten, sondern können ihn laufend über die Kiemen ausscheiden. Da werden die Ammoniumionen dann sofort stark verdünnt.